Hallihallo, ihr lieben Leute von Hoite und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampires Dawn, Reign of Blood. Wir müssten inzwischen stark genug sein, um durch diese Höhle auch wirklich zu kommen. Ach, ich habe ganz vergessen, mir das Rätsel nochmal anzugucken mit den Statuen. Egal. So schwer ist es eigentlich nicht. Oh, können wir hier durch? Nee. Du erhältst eine Heilflasche. Das freut mich sehr, die nehme ich. Wieso kann ich hier nicht... Okay. Wie komme ich zu dieser Truhe hin? Ich möchte gerne zu dieser Truhe kommen. Hier durch. Hier durch. Hier durch. Nee. Ah! Die Kampfmusik war gerade sehr laut im Vergleich zu der restlichen Musik. Na komm. Ja, die kriegen wir inzwischen sehr gut platt, das freut mich. Die Mucke geht voll ab, yeah. Lalalala. Oh, ist das schön. 600 Erfahrungen und 2 normale Seelen. Das ist wunderschön. Das ist schön, das ist wunderschön. Aber wie komme ich... Hallo, wie komme ich denn zu der Truhe? Ernsthaft? Wo ist denn hier der geheime Durchgang? Nicht da. Egal, gut, dann gehen wir halt weiter. Scheißen auf die Truhe. Hallo Baumfrau, inklusive Schwester. Ihr sterbt jetzt erstmal, denn auf euch habe ich keine Lust. Wie war das noch? Bäume, sie sind böse, sie springen und tanzen. Auf 25 HP, wie süß, stirb. Genau. Genau so habe ich mir das vorgestellt und nicht anders. Schade um die Truhe, aber ich habe jetzt keinen Bock, hier ewig rumzusuchen, von daher... Autsch. Oh, wir hatten sogar schon eine Statue gerade zum Leuchten gebracht. Genau, autsch. So kommen wir nicht weiter. Irgendwie müssen diese Feuerfallen... Ja, genau. Ja, genau. Vielleicht müssen sie ja alle leuchten, wer weiß. Falsch? So? Alter! Ah, okay, so leuchtet diese. Jetzt leuchtet die nicht mehr. Wie macht man das denn nochmal? Verdammte Scheiße. Ah. Also mal ganz ehrlich, wenn es hier zu lange dauert, werde ich selbstverständlich nochmal nachgucken, aber... Also ich hatte eigentlich nachgeguckt, muss ich dazu sagen. Echt nicht? Warte mal, so. Irgendwie muss ich dich doch zum Leuchten bringen. Wieso geht das denn nicht? Ah! Also irgendwie war das in meiner Erinnerung leichter. Ich habe es ja beim Iglerich schließlich geguckt. Der hat sich irgendwie von oben nach unten durchgearbeitet, die Statuen, und es war nicht so schwer. Mal oben rum, mal unten rum. Um die Statue halt, ne, wie gesagt, entweder ja, oben vorbei oder unten vorbei, und das, dann haben die halt geleuchtet. Und das war eigentlich gar nicht mal so dolle irgendwie. Also weiß der Geier. Weil die obere Statue, die habe ich ja gerade irgendwie auch gar nicht zum Leuchten gekriegt. Von daher, wie mache ich das denn? Die kriege ich ja so zum Leuchten. Ah, okay. Oh nö. Oben drüber? Nein. Hä? Oh nö! Alter! Ah. Das... Wie mache ich das denn mal? Manche Statuen reagieren irgendwie gefühlt gar nicht auf mich. Okay, was bedeutet das? Alle reaktiviert, oder was?
Scheinbar. I don't understand that. Okay, es gibt einen Reanimationsknopf. Das ist wenigstens etwas, aber... Wie ist das denn nur? Jetzt muss ich den Idrich hier bei haben, mal ganz ehrlich. Ich würde am liebsten jetzt mal eben fragen, hey, hast du Lust aufzunehmen? Ich weiß, dass er gerade online ist bei Discord, also ich könnte ihn fragen, aber... Mal ganz ehrlich, ich will das hier auch alleine schaffen. Ich weiß, dass ich das schaffen kann, ich bin doch nicht doof. Geh an. Die beiden unteren kriege ich ja, aber... Warum die restlichen nicht? I don't understand that. Ja, jetzt stirb schon endlich. Na komm, sieh zu. Brave, Elaine. Hast du gut gemacht, Mädchen. Egal, wo ich lang gehe, die mittleren leuchten. Die mittlere. Die eine. Ah! Seht mal. Nein! Nein! Hier an! Oh. Okay, ist okay, okay, wir schaffen es, Leute, wir schaffen es, Leute. Und ihr sterbt jetzt endlich mal. Ich habe keinen Bock auf euch, meine Güte, noch einmal. Wir werden es schaffen, Leute, wir werden es schaffen, 100 Pro. Ich hoffe nur, auf dem Weg zurück werden die nicht wieder alle erlöschen irgendwie. Oh, oder wenn ich versehentlich dann auf den Schalter kommen würde, wenn ich sie alle geschafft habe. Das wäre auch sehr ärgerlich. Stopp doch endlich! Lal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 a. Ja. 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 Ja, wir haben sie zum Leuchten gekriegt, Leute. Juhu. Na los, springen. Ups. Oh. Direkt vor einem Geist gelandet. Warte, hey, du. Ein Geist. Na, was kriegen wir von dir? Ja, keine Freude mehr, keine Freunde mehr. Ich bin müde. Gib deine Kräfte. Dauert der... Entschuldigung. Da konnte ich gerade nicht schneller reagieren, den Kopf oder das Headset beziehungsweise wegdrehen. Also dauert der Skelettbeschwörung gestiegen. Entschuldigung. Ah, ja, schön. Ah, mal sehen, was wir hier so finden werden. Baumfrauen erstmal, hallo. Wie geht's denn so? Na, ihr? Ihr Süßen? Nein, was redet ihr da? Die sind nicht süß. Wieso habe ich jetzt gesagt, dass sie süß wären? Frag mich bitte nicht, denn ich weiß es selber nicht genau. Und auch ungenau weiß ich es nicht. Hey, na los, Erntezeit. Danke. Was gibt's denn hier Schönes? Noch ein Loch? Und dahinter ist nichts, okay. Schnell wieder hoch, ins Loch will ich nicht. Ich will nicht ins Loch. Oh, das klingt etwas falsch, aber hey, was soll's. Ach, nur einer. Das ist aber sehr schön. Ich weiß, habe ich jetzt zu spät bemerkt, aber egal. Oh, also weicht sogar aus. Na, 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 na. Du kleiner Zappel, Philipp, du. Bleib mal schön hier, du kleine Drachenechse. Das wollen wir doch nicht. Wir wollen dich gerne tot sehen. Wusstest du das schon? Ah, jetzt weiß er's. Er hat's erkannt. Na gut, dann sterbe ich halt. Tschö. Ja, tschö. Muss ich echt noch weiter runter? Hier ist ja auch noch ein Loch. Das ist jetzt scheiße. Verwandlung beenden erstmal. Wie viele Seelen habe ich denn? Ich
müsste jetzt eigentlich einige gesammelt haben. Normale Seelen hier 32. Dann nehme ich die jetzt mal, um zu speichern. Ach nee, das muss ich ja anders machen. Übers Menü. Seelen. Genau. Ich möchte die normalen verwenden. Speichern, genau, 30. Weil ich weiß ja jetzt nicht, welches Loch hier richtig ist. Macht wird einem nicht gegeben, muss ich nicht nehmen. Ja, wenn du meinst. Mach ich mal hier. Keine. Danke. Okay. Wo komme ich denn raus, wenn ich hier reinspringe? Das sieht richtig aus. Oder sind beide irgendwie richtig? Das könnte ja auch sein. Was ist hier? Oh, die kann ich sogar öffnen. Wie schön. Lebensrune. Das ist sehr nett. Ich glaube, hier bin ich echt schon direkt richtig. Ja, ja, ja. Kommt, euch machen wir eben noch ein Platt. Miau. Lichtblitz. Ach, komm. Ja. Oh, sie trifft sogar, obwohl sie blind ist. Lol. Baumfrau, könntest du bitte mal sterben? Das wäre echt sehr freundlich von dir. Danke. Also, echt jetzt. Alter, wie lang ist denn das hier? Noch ein Loch. Oh, das ist ja der reinste Loch-Irrgarten. Ein Loch-Irrgarten, ich weiß. Okay, Leute. Das kann sich ja noch eine Weile hinziehen. Von daher, ja, ich bleib auch mal am besten dann hier bei dieser Route und hoffe, das ist jetzt nicht der falsche Weg. Ansonsten habe ich ja gespeichert und könnte laden und sowas. Ich beende hier einfach schon mal den Part. Ja, ich habe mir vorgenommen, jetzt einfach mal ein paar kürzere Parts zu machen, damit die nicht so lange zum Rendern auch brauchen und sowas. Und dann kann man sich die Parts eher mal angucken. Muss nicht so viel zu... Ja. Muss nicht so viel Zeit dafür einplanen, wollte ich sagen. Und deswegen mache ich hier, wie gesagt, erstmal einen Cut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Part. Wenn dem so ist, hinterlasst mir doch bitte ein Däumchen nach oben oder auch einen netten Kommentar. Oder wenn ihr ganz cool drauf seid, beides. Ihr kennt das ja. Und ja, bis zum nächsten Part oder auch zu einem meiner anderen Videos. Ciao!